Ah, da seid ihr ja wieder. Endlich sind Ferien und was mich noch mehr freut, eure Videos sind bei mir eingetroffen. Und damit ist die Challenge beendet. Ich werde jetzt alle Videos nacheinander zeigen. Es gibt keine Reihenfolge, kein Ranking. Jedes Video hat seinen eigenen Charme. Die einen sind technisch besser umgesetzt und die anderen haben witzige, inhaltliche oder kreative Ideen. Dass das nicht sofort perfekte Profifilme werden, hatte ich auch nicht erwartet. Aber dennoch, einige Filme können richtig mithalten mit zumindest Amateur- oder Profifilmen. Also ohne weiteres Gelabere, jetzt geht's los. Alle Filme nacheinander. In diesem Video gefällt mir der Kontrast zwischen der romantischen Gitarrenmusik und den Playmobil-Polizisten. Zusammen mit dem ironischen Text entfaltet sich hier eine tragikomische Wirkung. Bei diesem Beitrag sind die Soundeffekte exquisit, zusammen mit den Konstruktionen, also wirklich eigenwillige Konstruktionen, wirkt das Ganze teils wie abstraktes Theater. Viel Spaß! Der nächste Beitrag ist sehr kreativ. Es gibt ein aufwendiges Bühnenbild und durch die verschiedenen Einstellungen kommt man den Figuren richtig nahe und sie wirken lebendig. Viel Spaß! Im nächsten Video seht ihr tolle Einstellungen und eine super ruhige, nicht wackelnde Kameraführung. Sehr souverän. Es macht viel Spaß dabei zuzusehen und los geht's.
Nächster Beitrag, super Dramaturgie, tolle Effekte, spannend bis zum Schluss. Mit Außenaufnahmen gemacht worden. Super gelungen, eine super Ausleuchtung und tolle Schnitte. Los geht's! Das nächste Video ist das einzige mit Sprachsynchronisation. Das Ganze ist sehr dramatisch gesprochen. Es gibt ein witziges, unerwartetes Ende. Viel Spaß dabei! Hallo Ill. Hier ist der Schnaps, den Sie wollten. Steh auf, du Schwein. Komm mit. Bildet eine Gasse, Bürger. Meine Zeit ist jetzt gekommen. Ills Kehle wird aufgeschlitzt und dadurch stirbt er. Hier ist Ihre 1 Milliarde. Schluss noch ein Beitrag, der mit seinem aufwendigen Bühnenbild mich schon direkt in Ferienstimmung versetzt. Thank you.
Das war's auch schon. Ich wünsche euch noch wunderbare Ferien. Vergesst nicht, unten in die Kommentare zu schreiben, was ihr von solchem Unterricht haltet. Wünsche ich euch eher einen herkömmlichen Unterricht mit viel Schreibarbeit, oder ist so eine kreative Arbeit auch eine Möglichkeit, viel über Drama und Theater zu lernen. Also, bis dann. Tschüss.